ja, also ziemlich schwer jetzt zu erkennen oder sehen. Aber dort gibt es eine Halbinsel, die Sie auch in dem Film vielmals gesehen haben. Diese Landzunge ist eigentlich der nördlichste Punkt Europas, liebe Gäste. Also ich möchte Sie nicht natürlich enttäuschen. Nur Nordkap ist nicht der nördlichste Punkt Europas, sondern diese Halbinsel jetzt auf unserer rechten Seite. Der Halbinsel heißt Knifschelden und es ist noch 1,5 Kilometer nördlich sich erstreckt als der Nordkap-Plateau. Aber dort natürlich eine Straße zu bauen und so viele Busse in die Sommerzeit hierher bringen, wäre unmöglich und somit natürlich haben sie die Nordkap-Plateau ausgewählt. Und ja, von der Plateau aus natürlich gibt es auch eine wunderbare Aussicht. 307 Meter ist auch imposant, ganz imposant aus und somit Nordkap, mit dem Nordkap-Plateau wurde ausgewählt als der nördlichste Punkt Europas. Also wie Sie wissen, schon ein paar Mal erwähnt, wir sind auf einer Insel. Eigentlich auf einer Insel kann nicht der nördlichste Punkt Europas sein. Also der nördlichste Punkt ist auf dem Festland. Ne? Also das ist dann auf dem Festland ist der nördlichste Punkt. Alle offiziell in Norwegen. Und noch etwas zu erwähnen dazu. Also Spitzbergen. Also Svalbard, der Inselarchipel Svalbard, gehört zu Europa, die natürlich liegt schon auf 78 Grad nördliche Breite und somit natürlich dort ist dann der richtige nördlichste Punkt Europas. Ne, also wenn wir schon darüber reden, dann eigentlich dort ist der nördlichste Punkt. Also ich habe das schon erwähnt, wir sind auf einer Insel, die Insel heißt Magerøya und ja, so ziemlich klein, nur 3000 Einwohner wohnen hier, davon 2500 wohnen in Honningsvåg, gehört zu Finnmark, Finnmark Bundesland ist die größte und nördlichste Bundesland von 19 Bundesländern in Norwegen und flächenmäßig ist ziemlich groß, so groß wie der Schweiz ist ungefähr, aber in der Schweiz wohnen 166 Menschen pro Quadratkilometer und hier in Finnmark, nicht nur hier auf der Insel natürlich, sondern im ganzen Finnmark-Bundesland wohnen 1,5 Menschen pro Quadratkilometer und das sieht man auch hier ganz, ganz gut, ja, also viel Natur, nicht so viele Menschen, aber 3 Rentiere pro Quadratkilometer. Schneemobil zu fahren ist sehr interessant und kann ich Ihnen sagen, ist eine der abenteuerlichsten Fahrzeuge, die Sie fahren kann. Also die Schneemobils sind ab 180 Horsepower. Ja? Und ja, das ist sehr, sehr stark. Und somit natürlich kann man hier auch ganz schnell fahren, aber man muss schon wissen, ne, wo man hin darf. Hier darf man mit dem Schneemobil nicht überall fahren. Weil fast 70% der Gebiete gehört der Sami und somit auf dem Gebiet der Sami darf man nicht mit dem Schneemobil fahren. Sogar die norwegische Polizei darf nicht auf dieses Gebiet, also sie können nicht erwischt werden. Aber die Sami-Polizei, die Rentierpolizei heißt es hier genau, die Rentierpolizei darf hier überall unterwegs sein und sie sind die Einzigen, die ein Schneemobilfahrer erwischen können. Das macht ungefähr 300.000 jährlich nach Norwegen. Also es ist eine gute Nachricht, hier in Norwegen kann man umsonst angeln. Hier in die Salzwassergebiet, in die Süßwassergebiet, man muss einen Angelschein kaufen, Angelkarte.
die kostet nicht so viel als zum Beispiel die bekannteste Flüsse in Island. Also hier für ungefähr 200 Kronen am Tag kann man nach Lachs angeln auch. Aber hier nach Lachs zu angeln ist nicht so bekannt. Hier wird in die Salzwasser gefischt, zum Beispiel in die Fjorde oder auf den offenen Meer. Also die Wirtschaftsfischerei ist dann auch der wichtigste und auch der Grund, warum sieht man Honningsvåg hier so gut entwickelt und auch die kleinen Fischerdörfer mit Einwohnern. Natürlich die Fischerei ist der Grund dafür. Also hier gibt es 170 registrierte Fischerboote, die recht klein sind, Privatbesitz sind. Gibt es keine riesengroße Trollers wie auch in Alaska oder Russland bekannt, sondern die kleinen Boote werden alle Fische gefangen, die man hier für Export oder Selbstessen braucht. Es funktioniert hier ganz gut. Die kleine Fischerdörfer hat auch, jede Fischerdorf hat eine Fischfabrik in Norwegen registriert und auch natürlich die Boote dürfen nur in Norwegen registrierte Boote sein. Und die Boote sind Privatbesitz, das heißt, die Fischermänner fahren draußen, fangen die Kabeljaus, werden zurückkommen und dann dort gleich auch verkaufen. Und dann die Fischfabrik wieder so vorbereiten, damit es auch exportieren kann. Ja, eine persönliche Erfahrung, also hier zum Beispiel Kabeljaus kann man ohne Netz auch fangen, kommerziell. Ich war draußen mit meinem Freund und ja, letztes Jahr und hat er zum Beispiel ohne Netz 2500 Kilogramm Kabeljaus gefangen mit einer Linie und 7 Haken innerhalb von 3 Stunden. Also hier gibt es unheimlich viele Fische, sehr gesund vom Fisch und auch Königskrabben. Allerdings Königskrabben gehören nicht zu Norwegen. Das ist eine natürliche Katastrophe, die hier passiert. Und das geht zurück in die 70er Jahre, als ein russischer Wissenschaftler wollte davon reich sein und hatte eine Königskrabbenfarm geöffnet in der Nähe von Murmansk. Und leider dieses Farm ist kaputt gegangen wegen des schlechten Wetters und die Krabben sind freigelassen worden in dem Meer. Und somit 2015 gibt es hier auch in der Nähe von Nordkap unheimlich viele Königskrabben. Und nur für Sie zu vorstellen, eine weibliche Königskrabbe trägt 500.000 Eier jedes Jahr und ja, also gibt es hier mehr als reichlich. Also ich war vor 4 Wochen draußen mit meinem Freund als Fotograf. Er ist Fischermann, natürlich habe ich nichts zu tun mit der Fischerei. Und haben wir auch ja, in 4 Tagen, also die Netze lässt man draußen für 4 Tage. Normalerweise 10 Netze wird miteinander verbunden und dann lässt man das draußen für 4 Tage und hat er 1500 Kilogramm also Königskrabben gefangen. Von diesen 1500 Kilogramm, 60% wird zurückgeworfen, weil sie sind kleiner als 2,5 Kilogramm und somit natürlich wird es nicht rausgeholt, weil dann die Fischermänner erreichen ihre Quote sehr schnell. Weil in die Fischfabrik sie zahlen nur die Hälfte für die Kabeljaus, also für die Königskrabbe, die kleiner als 2,5 Kilogramm. Und das wollen sie nicht. Deswegen lassen sie die Königskrabben noch größer sein und holen sie nur die Königskrabben, die ab 2,5 oder 3 Kilogramm sind.